Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute geht es um ein weiteres Authentifizierungsverfahren und zwar S-Key. S-Key basiert auf einem sogenannten One-Time-Password, das heißt ein Passwort, das nur ein einziges Mal benutzt wird tatsächlich, aber es wird doch eigentlich mehrfach benutzt, also dasselbe Passwort wird mehrfach benutzt, aber man übersendet immer nur ein einziges Mal dasselbe Passwort. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Passwort hinschicke, also im Klartext von mir aus auch, dann ist es im nächsten Zugriff einfach nicht mehr gültig. Und das ist ziemlich cool. Deswegen, ja, wollen wir uns ganz kurz angucken, wie dieses Protokoll hier funktioniert und was dazu nötig ist. Und zwar, das Wichtigste hierbei ist erstmal, dass der Client jetzt auf einmal mehr Informationen speichern muss. Der muss nämlich nicht nur sein Passwort speichern, sondern er speichert auch den Hash von seinem Passwort. Und er speichert den Hash vom Hash von seinem Passwort. Und er speichert den Hash vom Hash vom Hash und so weiter und so fort von seinem Passwort. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Tabelle. Und das hier ist mein Fall 0. Das hier ist mein Fall 1. Das hier ist mein Fall 2. Und das hier ist mein Fall N, nenne ich den jetzt einfach mal. Ja, und er muss jetzt hier jedes Mal eine komplette Tabelle speichern. So, und jetzt sehen wir schon, worauf dieses Ding rausläuft. Wir wollen nämlich nicht das Passwort im Klartext übertragen. Wir wollen es auch nicht so übertragen. Also wir wollen auch nicht das Passwort einfach so übertragen. Denn was wäre das Problem, wenn ich jetzt hier tatsächlich Passwort rüberschicken würde? Und das wäre im Klartext. Das Problem wäre immer noch, okay, jetzt kann jeder hier Fall 1, Fall 2, Fall 3 und so weiter und so fort ausrechnen. Denn Hash von Passwort ist easy zu berechnen. Hash von Passwort ist auch easy zu berechnen. Aber wenn ich den Hash von Passwort habe, kann ich nicht einfach den Hash von Passwort rausrechnen. Das heißt, wir müssen in die andere Richtung gehen. Wir müssen von N hochgehen, bis wir bei 0 angekommen sind. Ja, und darauf basiert das ganze Verfahren. Das heißt, wir auf dem Server speichern uns als erstes, also übertragen, wenn wir sozusagen uns frisch anmelden, dann muss ein neues Passwort sozusagen festgelegt werden. Das heißt, man speichert auf dem Server erstmal N und den Hash vom und so weiter und so fort vom Passwort. Ja, und das ist das, was der Server speichern muss. So, und wenn der sich jetzt authentifizieren möchte, der Client schickt er einfach out, der schickt dann eine sogenannte Challenge N, also der schickt mir quasi die Zahl mit, welche er haben möchte. Ich übersende hier einfach N-1, also quasi das davor. Das heißt, statt dem Hash vom Hash vom Hash vom Hash vom Hash, schicke ich einfach das, was davor kommt. Das heißt, ich beweise, dass ich das, was davor kommt, sozusagen bei mir gespeichert habe. Das heißt, ich schicke nicht wirklich N mit, also den Hash vom Hash vom Hash, das hier unten, sondern ich schicke das davor. So, und dann kann der Server einfach überprüfen, ist denn der Hash von dem, was ich hier geschickt habe, genau das, was er hier eingespeichert hat. Sprich, ist dann, also er hasht das Ganze einmal, er bekommt den Teil hier innen drin, das bekommt er. Und er hasht das Ganze einmal und überprüft, ob das das ist, was er in seiner Tabelle ist. Wenn das der Fall ist, dann ist hier der Client offensichtlich richtig authentifiziert worden. Und er ist eingeloggt. Und gleichzeitig wird hier einmal die Hash-Funktion gelöscht. Und hier wird die Zahl N-1 eingetragen. Ja. Und dann kann der Client sich sozusagen wieder neu authentifizieren, denn was davor kommt, also quasi ein weniger Hash davon, das kann er immer noch nicht berechnen. Also der Server kann es nicht berechnen, außer durch einen Brute Force, und das möchte natürlich niemand machen. Ja, und dadurch kann man sich insgesamt genau N mal einloggen, aber irgendwann ist man hier eben bei dem Passwort angelangt und dann muss man quasi das Passwort neu übertragen. Das heißt, Vorteile von S-Key, ganz klar, die Verbindung muss nicht abgesichert sein, man kann das, was hier übertragen ist, nicht mehr durch ein Replay oder sowas verwenden, und um das nächste Passwort rauszufinden, muss man einen kompletten Brute Force auf alles durchführen. Das heißt, sehr, sehr zeitaufwendig und nicht praktikabel. Selbiges gilt für den Server, der speichert sich ja auch nur genau das, was auch wirklich hier sozusagen
ankommt für ihn. Das heißt, er weiß das, was eigentlich der Dolefjaur-Angreifer auch weiß, also absolut sicher gespeichert, selbst wenn jemand einbricht und die Datenbank stiehlt. Problem ist, wie gesagt, dass wir hier nach N Mal müssen wir das Passwort neu wechseln, also wir müssen quasi ein neues Passwort anlegen und das dann wieder neu hashen und alles drum dran. Und das ist für den Client natürlich ein kleiner Aufwand. Auch das Speichern von dieser riesigen Tabelle kann ein gewisser Aufwand sein, sollte aber heutzutage nicht mehr ganz so schlimm sein. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Variante sucht, wie man sich recht gut authentifizieren kann mit einer ungesicherten Übertragung, und gut, der Client muss halt ein bisschen was speichern, aber auf dem Server ist es relativ wenig, was gespeichert werden muss, und es ist sicher gespeichert, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr vielleicht S-Key verwendet. Ist eigentlich eine ziemlich coole Variante, und wie gesagt, man kann hier N relativ hoch wählen. Sagen wir mal, wir wählen N als 4 Mega, was auch immer, Mega-Hashes. Dann brauchen wir hier zwar fürs Passwort erzeugen vielleicht einige Sekunden und wir müssen vielleicht auch ein paar Megabyte speichern. Von mir aus ist dann der Schlüssel oder diese Tabelle hier ist dann vielleicht sowas um die, naja, 20 Megabyte oder sowas vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch fast ein Gigabyte groß, aber wir können uns 4 Millionen Mal anmelden auf dem Server. Und das schaffen wir tatsächlich nicht in nächster Zeit, dass das hier irgendwie zu wenig ist. Das heißt, wir können hier einfach diese Tabelle, wenn wir einigermaßen viel Speicher haben, können wir diese Tabelle wirklich sehr, sehr groß wählen und haben dann absolut keine Probleme mit dem Anmelden. Ja, das wäre eine Variante. Klar, verbraucht mehr Speicher beim Client, aber ist sicher gespeichert beim Server und die Übertragung muss nicht verschlüsselt sein. Wird immer noch nicht relativ häufig eingesetzt, weil heutzutage, wie gesagt, TLS bzw. HTTPS ist Standard und deswegen ist da die Verschlüsselung eigentlich vorausgesetzt und deswegen benutzen die meisten einfach PAP, aber wenn man keine Verschlüsselung hat, super Variante. Gut, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!